Namaste aus Jaisalmer. Hallo. Wie ihr sehen konntet, sind wir in einer etwas luxuriöseren Unterkunft für unsere Verhältnisse und es hat auch einen Grund, und zwar ist heute Weihnachten. Heiligabend. Ja, Heiligabend. Morgen ist Weihnachten. Heute ja, ist für mich ist Weihnachten Heiligabend. Und wir haben gedacht, zu dem Feiertag, der bei uns eigentlich sehr wenig weihnachtlich abgelaufen ist, gönnen wir uns mal was und sind jetzt hier im Mustache Hotel gelandet. Kostet auch 60 Euro pro Nacht. Das ist für Indien ein Vermögen. Aber ja, wir haben uns eben gedacht, okay, wir schenken uns dieses Jahr nichts, wir sind ja auf Weltreise. Und dann ist eben das unser kleines Geschenk an uns. Genau. Aber ihr habt es ja gesehen, der Raum ist super, super schön. Wir haben hier noch so eine Nische mit Fenstern, wo wir direkt aufs Fort gucken können. Und ein mega cooles Bad für Indien. Also ist echt geil. Ja. Wasserkocher können uns schon ein bisschen warme Getränke machen. Also es wird, glaube ich, ganz kuschelig heute Abend. Ja, es wird schön. Sowas hatten wir halt auch schon lange nicht mehr. Das stimmt, ja. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall auch besinnliche Weihnachtsfeiertage. Hoffentlich habt ihr mehr Weihnachtsfeeling als wir hier in Indien. Und morgen geht's für uns in die Wüste und da nehmen wir euch dann gleich mit. Seid gespannt. Bis dann. Bis gleich. Ciao. 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 Ich wusste nicht, ob ich frohe Weihnachten sage oder ciao, und dann kam ciao. Okay, also schönen Abend euch und wir sehen uns morgen. Ciao. Guten Morgen und frohe Weihnachten aus Scheißermeer. Frohe Weihnachten. Wir haben heute schön ausgeschlafen, heute Morgen in Ruhe gefrühstückt, unsere Sachen gepackt und jetzt machen wir uns auf zu unserer Wüstensafari. Und sind aufgeregt. Sind mega gespannt, wie es wird. Wie kalt es wird. Haben mega viel Klamotten noch eingepackt, falls sie nicht genug Decken haben. Und ja, auf geht's. Wir haben jetzt 20 Minuten Stopp hier an dieser Oase gemacht. Informationen haben wir leider keine dazu gekriegt. Gestern meinte nur der Tourführer-Besitzer hier, dass es wohl die Oase ist. Wenn alle Wasserreserven weg sind, ist hier immer noch was und dann können die Desert People können sich hier Wasser holen. So sieht das Ganze aus. Relativ unspektakulär. Aber es stehen schon ein paar Trecker da und holen sich Wasser wahrscheinlich zum Bewässern. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt aber auf jeden Fall weiter. Cool. Gerade in so einem verlassenen Haus gelandet und haben hier einen Blick auf die verlassene Stadt hier. Die ist wohl schon seit 20 Jahren oder so verlassen. Hat uns zumindest jemand erzählt, der mit uns auf der Tour ist, weil die Tourguides, die sagen einem nicht viel. Also wir halten hier, schauen uns das an und fahren dann weiter. Die sagen einfach, ja, get down. Und dann, jo. Naja, ja, okay. Aber ist ganz okay hier, ja. Ja. Aber gleich geht's dann weiter. So, wir sind jetzt bei den Kamelen angekommen. Die anderen werden jetzt mit den Kamelen 2 Stunden ein bisschen reiten zum Camp. Wir haben gesagt, wir wollen nicht unbedingt reiten, wenn wir auch einen Jeep nehmen können. Die Tiere müssen ja nicht unnötig in der Hitze da rumlaufen. Und es ist eigentlich ziemlich cool, mal so nah bei einem Kamel zu stehen. Ich glaube, er mag es nicht. Ich weiß es nicht.
aufs Gewehrreiten verzichten können. So, das heißt, für uns geht es im Jeep weiter und dann sehen wir uns gleich im Camp. Und das ist viel komfortabler jetzt mit so wenig Leuten. Die Abfahrt verzögert sich wohl noch ein bisschen. Wir müssen hier irgendwie umladen. Alle Rucksäcke und alles Gepäck jetzt auf einen Jeep muss. Ist ein bisschen voll geworden. Ja. Ja, aber wir hoffen, gleich geht's los. Wir sind jetzt übrigens mit den Kamelbetreuern unterwegs. Sie kaufen jetzt hier noch ein bisschen Wasser und ein bisschen Essen ein für die Kamele. Und haben uns auch gerade ein bisschen mit denen unterhalten. Es war mega cool und informativ. Also die haben halt auch, also der eine hat halt erzählt, dass eine Zeit lang die Leute die Kamele von hier genommen haben und halt nach Delhi und so gebracht haben. Auf Riesentransportern halt, aber das ist jetzt mittlerweile verboten seit 4 Jahren. Genau. Und dadurch natürlich die Preise hier für die lokalen Kameltreiber viel höher wurden, da die in Mengen die Kamele genommen haben. Und die brauchen die halt, um zu leben, um Wasser zu transportieren, um Essen zu transportieren für ihre Landwirtschaft und sowas. Und ja, wir finden es gut, dass das auf jeden Fall verboten worden ist. Das sollte in Deutschland mit den Massentierhaltungen auch passieren, aber da ist wahrscheinlich noch ein langer Weg hin. Und wir haben auch erfahren, ein Kamel, das 10 Jahre alt ist, kostet 20.000 Rupien. Das sind jetzt grob überschlagen 250 Euro circa. Ja. Also richtig billig eigentlich für so ein Riesentier. Ja. Ja. Und die brauchen nur 2-mal die Woche trinken. Das ist krass. Ja, das sind halt Wüstentiere. Ja. Okay, say cheese! Oh, dangerous! So, wir sind jetzt am Camping Ground angekommen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hier wird schon Feuer gemacht. Und ja, jetzt setzen wir uns, denke ich, mal zusammen und kriegen eine Kleinigkeit zum Essen. Voll schön. Ja, und es sind echt kleine cool Hühnchen aus. Da, die sind so süß. Ah, da vorne ist es. Can you move that plate near here? Oh, oh, ihr habt gut gehört. Okay. Wir haben hier so Chips gemacht aus Reismehl in verschiedenen Farben. Schmeckt aber ganz lecker. Wir haben jetzt gerade den Sonnenuntergang genossen hier in der Wüste, beziehungsweise mehr oder weniger genossen. Also wie ihr ja gesehen habt, sind ein paar andere Leute noch mit uns hier und ja, teilweise sehr laut und mitteilungsbedürftig. Und sehr, ja, egal. Auf jeden Fall versuchen wir das jetzt einfach auszublenden. Ja, die Ruhe zu genießen, vor allem kein Hupen mal zu hören. Ja, das ist cool hier. Und ja, die Landschaft ist echt schön. Es ist mega weit alles. Nee, ist auch das erste Mal Wüste für uns, von daher eigentlich echt cool. Jetzt haben wir den Sonnenuntergang noch gesehen. Hatten auch lecker Pakoras. Ja, gab ein paar Snacks. Gleich gibt es noch richtiges Dinner, glaube ich. Und es ist schon cool. Ja. Der Boden ist auch schon sehr kalt. Ich habe schon Angst vor der Nacht. Bei mir auch.
the chai. You like pakora, then here, mate. Ah, you have some left? Cool. Oh, what he's doing? Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt gerade aufgestanden. Es ist, glaube ich, vielleicht 7:20 Uhr oder so. Ah, echt schon? Okay. Ja. Auf jeden Fall ist die Sonne gerade voll schön aufgegangen. Da hinten sieht man noch die Streifen am Himmel. Leider war unsere Kamera in einem Safe und die haben alle noch geschlafen. Deswegen konnten wir jetzt nichts aufnehmen. Aber es war eigentlich eine relativ warme Nacht. Ich war voll beruhigt. Ja, wir hatten dicke Decken, haben uns dick angezogen. Das einzige Kalte war ein bisschen im Gesicht, fand ich. Jo, aber das ging. Ja, es ging, klar. Und ich hatte ja noch meine extra Decke, die habe ich dann schön unten drunter noch gelegt. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen. ja, und es war sehr ruhig auch dann irgendwann, als alle geschlafen haben. Ja. Bis auf ein paar Schnarcher. Ja. Ja. Auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Jetzt sind wir mal gespannt, wenn wir die Sonne hier zu Gesicht kriegen. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen wärmer. Ist noch relativ kalt gerade. Ja. Dann gehen wir jetzt gleich mal Zähne putzen und essen. Essen. Übrigens haben wir den Sonnenaufgang gar nicht verpasst. Die roten Striche, die wir vorhin gesehen haben, waren nur die Vorboten vom Sonnenaufgang. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Eigentlich sieht ziemlich cool aus. Jetzt ist es auch hoffentlich ein bisschen wärmer, aber das ist echt kalt an den Händen. Ich bin auch echt froh, dass wir es nicht verpasst haben, weil ich wurde irgendwie, glaube ich, vor einer Stunde oder so schon wach und da war es schon so schön rosa am Himmel und dann habe ich den Daniel so angetippt und meinte so, oh, guck mal, der Himmel. Und er so, okay, und dreht sich um und ich so, na super. Und die Kamera war auch noch weggeschlossen. Aber ja, das wusste ich ja, die Kamera war weggeschlossen, da konnten wir hier nichts machen. Ja, und aber wir hätten es uns angucken können. Ja, okay. Für uns geht es jetzt wieder in den Jeep. Wir sind ein paar mehr Leute geworden, weil ein paar Leute wohl mit dem Kamelreiten nicht so warm geworden sind. Ja, wird bestimmt kuschelig, aber ja, war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und wir würden es jedem empfehlen, der mal in Jai San Mer ist. Bye, bye. Wir gehen jetzt und ich muss meinen süßen Hundi da lassen. So, wir haben jetzt hier auf die Leute, die wieder Kamel geritten sind, gewartet, haben uns derzeit ein bisschen Musik angehört in einem kleinen Dorf von einer kleinen Familie, die uns in ihr Haus gebeten haben.
Und ja, mittlerweile sind die Kamelreiter auch wieder da. Und ich denke, jetzt gleich geht's dann zurück im Jeep mit allen. So, wir sind mittlerweile wieder in Jaisalmer angekommen, mussten uns noch schnell ein Hostel für die eine Nacht jetzt noch buchen, haben auch was direkt im Fort gefunden, was ziemlich cool ist und das Zimmer ist auch schön. Vor allem, weil eigentlich alles ausgebucht ist. Das ist Weihnachten, die Preise sind doppelt so hoch wie sonst, damit hatten wir nicht gerechnet, deswegen wird es auch ein bisschen teurer jetzt alles als gedacht. Ja. Aber wir haben ein schönes Zimmer, wir duschen jetzt erstmal schön heiß, da freuen wir uns drauf. Und ja, das wäre es auch von dem Video. Heute Mittag schauen wir uns wahrscheinlich Jaisalmer nochmal kurz an. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und ja. Daumen hoch, abonnieren. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.